Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play DayZ. Hallo miteinander. Ja, ich entschuldige mich schon mal für die wahrscheinlich auftretenden technischen Probleme, weil wir haben nämlich gerade momentan technische Probleme. Ja, mein Headset funktioniert nicht mehr richtig, beziehungsweise irgendwie mein Rechner spinnt rum, weil ich kann höre nichts mehr auf meinem Headset. Deswegen muss ich das jetzt über Boxen hören. Und unser Internet spackt ab, jedenfalls Skype. Und wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Ja, und wir wissen nicht mehr, wo wir sind, genau. Und es ist dunkel. Denke, das können die sehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Es kann ja auch welche geben, die sind blind. Ach, da unten bin ich. Ach du Scheiße. So, Okay, also ich. ich hab mich auf der Karte gefunden. Ich bin bei Kameka, glaube ich, heißt es. Kamenka. Kamenka. Kamehameha. Kamenka. Und das ist ganz südwestlich. Also weiter südwestlich geht es nicht. Okay. Ah, stimmt, genau, da bist du ja lang gelaufen. Zumindest laut meiner Karte. Dann Wer kann schreibt ich mich noch denn jetzt da. an? Achso, zurück zur Gruppe. Scheiße! Oder ich bin in Pavlovo, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall laufe ich jetzt nach Kamenka. Okay. Habe ich überhaupt was? Ich habe gar nichts dabei. Doch, Rags habe ich. Ups. Mehr aber auch nicht. Ich hätte deine Sachen mitgenommen. Damals. Was? Ich weiß nicht, wo ich bin. That is great. Nee, das ist bestimmt draußen, ne? Hoffe mal nicht, dass hier noch irgendjemand kommt oder so. Was hast du gesagt? 16 Stück mit uns. 16 Stück mit uns. Ist ja mal richtig. Junge! Die schreiben hier alle. Unfassbar. Okay, ich bin auf jeden Fall an Gleisen. Das ist schon mal ein Anfang. Ah, hier oben steht auch was. Aber das kann auch sein, dass das einfach nur Bahnhof heißt. Ist ein Bahnhof. Entschuldigen Sie, ich suche Bahnhof. Können Sie mir sagen, wo das ist? Ich habe Angst, dass das entweder ist das da vorne ein Zombie oder ein Typi. Aber es ist mir eigentlich egal. Ich muss aber gerade mal raustappen. Ich muss mich mal auf beschäftigt setzen hier bei Skype, weil das geht mir voll auf den Sack. Ich suche derweil mal dieses Militärlager, das ich da letztens gefunden habe. Beschäftigt. So, ich war gerade am Suchen, wo man das bei dem neuen Skype-Design macht. Jetzt wurde es ja witzig, ich weiß es nicht. Ja, du musst, da ist bei dem Bildchen, bei dem runden Bild, ist ein, ja, dieser Haken, der grüne, und da klickst du drauf. Okay. Und dann kann man Ja, fürs das nächste Mal draus. weiß ich dann Bescheid. So, ich bin jetzt wieder bei dieser Kaserne angelangt. Weißt du, kann man hier irgendwo sehen, wie viel Uhr es auf dem Server ist? Weiß ich nicht. Nacht. Nacht. Ja, weil an sich ist es ja noch hell. Ja, es ist so Dämmerung. Und je nachdem, wo ich hingucke, habe ich so das Gefühl, dass es hell wird. Ich Auf weiß nicht, manchen. also bei mir ist es komplett schwarz-weiß. Es kann aber auch irgendwie sein, dass ich krank bin oder so. Dann wäre ich aber auch krank. Okay. Okay, es war Was doch dann? ein. Da stand doch nicht Bahnhof an dem Bahnhof. Ne. Es war dann wirklich die Stadt. Was natürlich auch eine Möglichkeit wäre, dass wir beide krank sind, aber das bezweifle ich ein bisschen, weil wir ja nicht zusammen rumgegangen Ja. haben. NPN. Bin ich mal überlegen. Ich bin südwärts gelaufen und dann abgeknickt. Es Wa? kann sein, dass die Sonne aufgeht. Ich möchte da jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen. NPN. Hier liegt eine Shotgun rum. Einfach so. Mit zwei Schüssen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Was hast du gerade gesagt? Ich habe dich leider nicht verstehen können. Ich habe sonst nichts mehr gesagt. Ich habe nur gesagt, dass zwei Schuss drin waren. Ach so. Ich habe nämlich nur ein verstanden.
Ach, hier ist alles leergeräumt. Gefällt mir nicht. So, jetzt in Kyrillisch müsste man können. In Ja, wie hast du immer noch nicht gelernt? ja. In Ein Rucksack liegt hier. PN. Rigordki. NPNRO. Jo, das ist es. Go to. Ah, ich bin bei Tschernogorsk in der Ecke. Das ist ja gar nicht so weit weg von hier. Ich laufe dann einfach mal Richtung ganz nach links, wo Karte Ende ist. Vielleicht Das treffen wir kannst du uns ja. machen. Kommt jetzt. Das ist mir hier zu heikel hier. Hier ist alles geplündert. Und alle Türen stehen offen. Ist mir ein bisschen heiß. Sagen wir mal so, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich getötet werden würde. Aber ich habe eh nichts dabei. Menge. Was? Ich habe jede Menge, deswegen möchte ich Achso. nicht sterben. Knicklich. Essen. Willst du nur, dass ich werde? So, ich verziehe mich da mal. Gefällt mir nicht. Mein Vater fummelt bestimmt irgendwann im Internet rum. Aufmachen. Ey, Vater! Erst bin ich früher mit Modem und so, ne? Ja gut, da zu der Zeit, also da war ich noch nicht internetmäßig unterwegs. Das Internet oder Was? Das ist so beschissen mit der Leitung, ne? Das ist unfassbar. das wird sich im Let's Play später sehr witzig anhören. Ja. Vor allem, man hört dann richtig schön deutlich deine Stimme und so nicht immer. Was? Ich habe gesagt, Modem, was man gesagt hat, hey, geh, hör auf zu telefonieren, ich möchte ins Internet Ach oder so. umgekehrt halt. Ich hoffe, ich hab Internet, ich muss telefonieren. Ist das da vorne überhaupt Wasser? Das kann man so schlecht erkennen, wenn alles schwarz-weiß ist. Knicklicht mitnehmen können, um zu testen. Oh, Knicklicht, ich will auch Knicklicht. Das wäre voll cool bestimmt nachts. Also geh zurück und hol's. Gerade eben hast du noch gesagt, ich soll's essen. Ja. Achso, es gab auch wieder einen neuen Patch, ne? Also richtig, habe ich auch gelesen. Man kann sich jetzt gegenseitig verspeisen. Cool. Also Kannibalismus drin. Allerdings kann man davon auch krank werden. Also Ach, ficken. sowas wie dass ich Rinder waren und kommen. Aber das würde ich schon mal gern probieren, so. Jemanden zu essen. Ja. Aber Zombies kann man nicht essen, ne? Weiß ich nicht. Das würde ja Habe ich eigentlich mal keinen nicht Sinn machen. gelesen. Ja, das ist ja eigentlich verfaultes Fleisch. Also, ich würde es nicht essen. So, hier ist ein Aber Prinz. Häufchen. Bei mir. Da gehe ich jetzt mal rein, obwohl hier neben ist so eine Garage. Da liegt was drin. Ein Hütchen. Und jetzt mal direkt auf. Sewing Kit und Garden Lime. Das brauche ich aber nicht. Hier angekommen. Green Light, nee. So. Jetzt nichts wie weg will. Julia ihr Knicklicht kriegt. Was ist das? Dark Blue Jeans. Dann nehme ich die. Nur meine Rags nehme ich mit. Meine Mütze. Noch eine Mütze. Ich werde irgendwie verfolgt, habe ich so das Gefühl. Jupp. Verfolgt?
Er verfolgt. Von wem? Der rennt von einem Zombie. Ach so. Wir haben echt Probleme mit der Leitung. Ja. Also jeder Satz ist bestimmt von dir unterbrochen. Das ist sehr ungünstig. Sehr ungünstig. I want something. Jetzt noch nicht während dem Joggen vom Zombie weg. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. Hallo. Gruselig in der Nacht. Ja, ich habe immer Angst, dass hier ein Zombie mir über den Weg läuft, aber bisher habe ich noch keinen antreffen dürfen. Ja, also aber Glück, ich habe schon Plagen. Das sind immer. Aber hier ist aber nichts. Mein Hammer, es sind ja auch 16 Leute. Eben habe ich jetzt nicht so viel gesagt, aber okay. Vielleicht sind es die Wortfetzen, die dann immer noch nachkommen. Oh oh. Noch einer? Also entweder rennen da zwei Zombies. Oder zwei Typis. Oder zwei Typis. Ich leg mich mal flach ins Gras. Hast du eine Waffe? Shotgun hast du. Mit zwei Schuss, ne? Nee, ich hatte ein Sportschützengewehr schon im Gepäck. Mann. Das ist so spannend. Ey, hier ist null. Da schießt jemand. Das wird wohl kein Zombie sein. Nee. Auf dich, oder? Ich glaub's nicht. Oh Mann. Wir laufen mal die Straße lang. Ich bleib einfach mal liegen. Das ist mir zu gefährlich. Ach, Dad. Ich lauf mal weiter. Boah, ich bin echt total voll, das ist unfassbar. Oh. Oh mein Gott, sie sind an mir vorbeigelaufen. Ich sehe sie jetzt nicht mehr, ich trau mich aber auch nicht aufzustehen. Na, bleib am besten noch ein bisschen liegen. Aber ich glaube, ich verschmilze ziemlich gut so mit der Landschaft. Ja, das dachte ich mir bislang auch, aber ich habe die zwei auch da laufen sehen. Und das bevor sie geschossen haben. I want to drink something. Wir dürfen jetzt bei uns in der Schule eine Präsentation machen über ein Thema, was wir uns selbst aussuchen dürfen. Okay. Was wird denn dein Thema sein? Let's Plays. Aber auf Englisch. Ja. Also im Englischunterricht machen wir das. Finde ich ganz cool. Weil dann extra noch was Kleines aufnehmen. So, also damit man ungefähr sieht, wie so ein Let's Play aussieht. Nur weiß ich jetzt noch nicht. Ich hatte eigentlich vor, Crash Bandicoot zu machen. Allerdings ist das so viel, was man da erklärt. Aber ich möchte... Da steht ein Zombie. Ich möchte gerne versuchen, irgendwie das Spiel auf jeden Fall in dem kleinen 3-Minuten-Schnipsel irgendwie zu erklären. Und das ist bei Crash ziemlich schwierig. Dann würde ich ein Mario-Spiel vorstellen. Wow, du bist aber schnell unterwegs, mein Hase. Wow, das ist hier voll am Rumlenken. Alter Vater. Ja, mein Typi ist schon wieder durstig. Das gibt's doch nicht. Gerade erst eine ganze Flasche getrunken. Ja, jetzt blute ich. Dann hast du ja Rags dabei. Eins. Oder? Ein Rag habe ich dabei. Ich muss den Typen hier erst kaputt machen. Yes.
Ich habe die Straße verloren. Wie, du hast die Straße verloren? Dadurch, dass ich in der Wildnis rumlaufen musste, um den aus dem Weg, habe ich die Straße aus dem Blickfeld verloren. Aber ich glaube, hier ist sie wieder. Ist das davon? Was ist das da vorne? Ich weiß nicht, ich habe nur Licht gesehen. Es gibt seit neuestem Jahr auch Autos, Fahrzeuge. Ja, ich glaube, die waren aber noch nicht in der jetzigen Dings drin, sondern erst in diesem Testteil, keine Ahnung. Ah, okay. Also entweder spielt da vorne jemand mit Licht. Ich drehe total am Rad. Kann ja auch sein. Jetzt ist es weg. Mach mir gleich ins Höschen hier. Ja, mir gefällt das hier nicht, wenn das so dunkel ist. Alter, ein ganzer Raum voller Schuhe. Hast die Textilfabrik gefunden. Junge, Junge, Junge. Was sind das? Die Stiefel. Hiking Boots. Kann natürlich auch ein Fehler sein. Was ist das? Spiel. Metal Wire. Nehmen wir mal mit. Ja, du sollst die Hiking Boots auch anziehen. Auf jeden Fall sind es jetzt weniger Leute als bis gerade eben. Acht. Was ist das? Oh! Sledgehammer! Der ist gut, den habe ich auch, nimm mit. Ja, habe ich jetzt auch. Dann kann ich endlich mal meinen Drecks-Dings weg. Matchbox, nehmen wir auch mal mit. Meinen Drecks-Feuerlöscher wegmachen. Oh, da ist was zu essen.